Willkommen zurück bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Jetzt gehen wir uns erstmal ein paar Weltkarten kaufen. Wo gehen wir hin? Gehen wir hin? Was wir als erstes machen? Wir gehen mal bei Fred und George erstmal gucken. Hey Harry, hier drüben! Und ich klaue mir von der mal ein paar. Möchtest du eine Sammelkarte kaufen, Harry? Ja. Ja, das komm. Kaufe ich. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch. Ach, das war auf deinen Charakter bezogen. Ich glaube nicht, dass Harry wie sein Vater in allem wie sein Vater ist. Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Ich glaube, dass der auch ganz viel von seiner Mutter hat. Okay, geht in Ordnung. Tschüss, Harry. Auf der PS2 kommt Snape vor im dritten Teil. Echt? Okay, das müssen wir uns gleich mal angucken. Hey Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Toll, das nehme ich. Gucken wir gleich mal, bevor ich den Stream ausmache, gucken wir da mal rein. Aber das wird mich schon interessieren. Hey ihr drei, sucht ihr nach Sammelkarten? Toll, das nehme ich. Und dass ich so viele Bohnen habe. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, aber warum der Sohn des Vaters? Hey Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Ich glaube, besser würde sich anhören, du bist der Sohn deiner Eltern. Das hört sich irgendwie besser an, ja, als nur, du bist der Sohn nur Viel von Spaß, dem und Harry. Dem oder der. Hab ich? Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Das kaufe ich. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch. Wie viele Karten hat die? Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Kein Problem. Viel Spaß, Harry. Kann ich bei ihr jetzt die letzten 30 Dinger kaufen oder wie sehe ich das hier jetzt? Hey Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Das kaufe ich. Bis zum nächsten Mal. Scheinst nicht genug in der Tasche zu haben, Harry. Oh, ich habe nicht genug. Das ist ja jetzt mies. Okay, bei ihr können wir noch ein paar kaufen. Müssen wir uns mal unbedingt merken. War da unten noch was? Nein. Viel Glück bei euren Abschlussprüfungen, Gryffindors. Haben wir noch was? Gucken noch mal ein bisschen durch die Gegend. Da ist nix. Da ist nix. Da ist auch nix. Da ist auch nix und da ist auch nix. Hier ist nix. Ja, also das hätte ich jetzt auch vermutet. So viel wie die, warum ist da immer so Dinger nach oben? Steht hier irgendwo noch einer rum? Och nee, verschlossen. Oh Gott. Warum komme ich da nicht rein? Warum komme ich da nicht rein, ist die Frage. Ich würde da gerne rein, aber was ist das für ein Raum? Muss mal gucken, weil ich kann ja auch noch fliegen, ist das Schöne. Okay, die hat nichts mehr. Da ist noch eine Karte. Hier haben wir Professor Flitwicke. Ein Raum. Ah, da waren wir noch nicht drin. Monsterbuch Amok. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Was haben wir letztes Mal vergessen? Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr alle Seiten besiegt. Es gibt insgesamt 5 Karten. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Ja. Viel Glück. Ich würde ja helfen, aber ich bin spät dran. Ja, sehr spät dran. Mhm.
Depulso! Das sind einfach zu viele! Die Vertrauensschülerin sagte, wir bekommen alle 5 Karten, wenn wir das Ding finden. Ja, mal doch, was? Aua! Wir waren klasse! Depulso! Depulso! Zweimal noch? Ne, dreimal noch. Hervorragende Leistung, ihr beiden. Ron, ich glaube, deine Zauberkraft hat sich verbessert. Ah! Wollen die eigentlich noch irgendwas aufmachen? Wahrscheinlich eher nicht. Zweimal noch! Depulso! Zweimal noch, dann machen wir es. Ah, aber nein, 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 nicht beißen. Wenn wir das letzte Monster besiegen, bekommen wir die letzte Karte des Satzes. Manche meine Mathelehrerin damals hätte mir geglaubt, wenn ich gesagt hätte, mein Mathebuch hat versucht, mich zu beißen. Depulso! Oder mein Buch hat meine Augenklappen gefressen? Ich meine, nur weil das Monsterbuch der Monster beißen kann. Warum soll ich auch in ein Mathebuch beißen? So viel zum Thema Monsterbuch der Monster. Ein bisschen traurig ist es schon. Wir hätten es vielleicht zähmen sollen. Hermine! Jetzt mal hier die ganzen Dinger einsammeln. Ist hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Ne. Hier ist sonst nichts. Ich glaube, da oben geht's zur Bibliothek hin. Oder da hinten, beziehungsweise. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr rein. Na also, da wären wir. Fertig für die Abschlussprüfung, Ron? Oh nein, ich will da nicht rein. Sehe ich nicht ein wenig fiebrig aus? Netter Versuch, Ron. Harry und ich treffen dich danach deinen Prüfungen draußen im Hof. Tschüss. Nett, euch gekannt zu haben. Ah, da bist du ja, Ron. Bereit für deine Abschlussprüfung? Nein, ich will durchs Schloss laufen. Dann los, beginnen wir. Nein, ich will durchs Schloss laufen. Das ist doch frech. Ich muss dich warnen, Ron. Diese Prüfung ist ziemlich schwierig und auch nicht ungefährlich. Gefährlich? Um die Bestnote zu erhalten, musst du alle 5 Aufgabenschilde sammeln. Auf geht's, Ron. Viel Glück. Ach ja, das kriegen wir doch hin. Gab mal den Traktum! Wäre ja doch gelacht, oder nicht?
Capere Tractum! Ja. Komm ich da oben auch so ran? Hey! Ah. Scheiße. Oh. Nein! Ja. Hallo, cool. Nora! Alles klar? Da oben komme ich nicht dran. Das wäre Cheaten, wenn ich da oben ran. Was war jetzt gemein? Capere Tractum. Capere Tractum. Capere Tractum. Ach, guck mal da. Oh, ich muss einen runter. Ich hab recht. Das war gemein. Ui. Capere Tractum. Man geht mich einmal mal rum. Ja. Manche Menschen haben einfach Glück. Manche haben einfach Glück. Frage ist, jetzt muss ich noch einmal drumherum fahren, um da oben dran zu kommen. Capere Tractum! Kann man da oben? Capere Tractum! Oh. Das ist doch. Das war eine doofe Idee. Capere Tractum. Au. Capere Tractum. Nochmal. Also ich muss doch da oben irgendwie dran kommen, ohne dass ich da runterspringen muss. Weil sonst funktioniert das nämlich nicht. Hier ran. Müsste ich doch eigentlich dran kommen normalerweise. Capere Tractum. Und jetzt haben wir einmal drum herum, weil das nämlich aussieht, als wäre da nämlich was. Oder? Hä? Ah. Ach so. Haha. Ja, lustig. Ich komme nie wieder, wenn ich runterfall. Ah. Hä? Da kann ich mich nur ranziehen. Oh, das ist ja mies. Capere Tractum! Uiuiui! Ui. Okay. Komm. Ja, Impulso! Impulso! Capere Tractum! Noch einmal drumherum. Ach, da liegt eine Bohne. Ach, geil. Die eine Bohne macht den Braten jetzt auch nicht fett. Ah, halt, stopp! Capere Tractum! Halt, nimm mich mit! Da ist ein Speicherbuch. Komm ich? Hi! Capere Tractum! Okay, wie komme ich da rein, ist die Frage. Ist irgendwas um reingehen? Ich meine, wenn wir hier schon einmal rumfahren, dann nehmen wir die Bohne auch noch mit. Ja! Capere Tractum! Ja. Hallo, Humora! Capere Tractum! Hm? Ah, da geht das Tor auf. Okay, auf der anderen Seite geht das Tor nicht auf. Capere Tractum! Nimm mich mit! Oh Gott. Victor Sempra! Hallo, Humora! Hä? Hallo, Humora! Ich wollte sagen, man kann die Tür auf. Hey! Hey!
Impulso! Alle Humora! Impulso! 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 Wie komme ich da oben hin? Oh Gott. Ui, jip. Ui, jip. Und hopp. Noch mal Kessekuchen. Ich hab deine Kiste übersehen, sehe ich gerade mal. What? Nein! Kacke? Noch mal alles von. Habe ich da jetzt dran gezogen oder kann ich jetzt noch eine extra Runde einlegen? Nee. Okay. Okay, jetzt bin ich fertig. Man kann da öfter dran. Jetzt nur einmal. Elasto. Haben wir mal drei? Hey. Ach du Scheiße! Alle rein damit! Okay, wir gucken uns. Impulso! 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 Wenn man mal in Real Life auch so viel Geld verdienen könnte, wie man hier Bohnen findet, wäre ich der reichste Mensch der Welt. Dann wäre ich wirklich der reichste Mensch der Welt. Obwohl, Bohnen als Währung wäre auch was Geiles. Handelst mit Bertie Botts Bohnen. Ich weiß gar nicht, was ich denn den ganzen Dingern hier machen soll. Hä? Muss ich jetzt warten, oder? Hallo, Humora! Impulso! Oh, na klar. Alle Humora! Alle Humora! Alle Humora! Okay, das bleibt, ne? Oh. Kesselkuchen sind gut. Kesselkuchen brauche ich für die Passwörter. Die brauche ich alle für die Passwörter. Haben wir hier eigentlich nichts, oder? Impulso! Capere Tractum! Oh, und einmal rüber.
Muss ich da runter? Ich muss da runter. Capere Tractum! Nee, warte mal. Ja. Hallo, Homo! Victus Emperor! Victus Emperor! Victus Emperor! Depulso! Wenn das dann nichts. Elastum! Ja. Das war gemein. Das war jetzt gemein. Hi. Oh, ich weiß. Hallo Homura! Hallo Homura! Ach guck mal, da kommt noch Hallo Homura! Elasto! Hä? Hä? Hab ich? Alle? Müsste alle haben, oder? Fantastisch, Rob. Yeah! Eine Bestnote. Du hast wahrlich den Carpere Tractum-Zauber gemeistert. Danke, Professor Lupin. 100%! Abschlussprüfung verlassen, ja bitte. Ich hoffe, du hast deine Abschlussprüfung gut vorbereitet. Keine Frage, Professor McGonagall. Dank des Zeitumkehrers, den ich von Ihnen bekommen habe. Diese Übung könnte etwas herausfordernder sein als die bisherigen. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um deine Prüfung mit Bestnote abzuschließen. Fang an! Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüss!